Servus liebe World of Warcraft Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit willkommen zum nächsten Level Experience Video auf meinem Kanal. Wir spielen heute den Tank-Dämonenjäger. Ich hatte ja gesagt, ich wollte in Remix zumindest jede Klasse einmal auf Level 70 gespielt haben, beziehungsweise generell in World of Warcraft Dragonflight. Da fehlt jetzt nur noch der Dämonenjäger. Ja, habe ich also keine andere Wahl. Den hätte ich schon noch gerne auf Level 70. Und dementsprechend spielen wir den jetzt in Remix. Was ich allerdings versuchen möchte, ist... und da will ich mal gucken. Ich hatte ja neulich ein Video gemacht, wo es auch um einen Reddit-Beitrag ging, wo jemand halt innerhalb von einer Stunde 12 nur mit Innis und so weiter Level 70 erreicht hat. Und er hat gesagt, er hatte dabei keine Hilfe von Freunden, Fremden oder sonst irgendwas. Und ich bin ehrlich mit euch, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so schnell geht, wenn man nicht Leute hat, die mit einem die Dungeons durchpushen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber gut. Daher testen wir in diesem Video oder in dieser Videoreihe, ob das wirklich so schnell geht. Er hatte gesagt, einfach bis Level 35, also einfach in Anführungszeichen, normal leveln, die EP in den Mobs immer liegen lassen und dann mit Level 35 den ganzen Müll einsammeln und hoffen, dass man möglichst viele Level macht. We will see, ob das so funktioniert. Ich glaube immer noch persönlich, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen skeptisch bei der ganzen Geschichte, weil ich schon glaube, dass du darauf angewiesen bist, Leute dabei zu haben, die viel Schaden machen, damit du in einer ansprechenden Zeit durch die Dungeons kommst. Weil um erstmal innerhalb von einer Stunde so viel EP zu haben, dass du sie mit Level 35, 40 alle einlösen kannst, da musst du ja unsäglich viele Dungeon-Bosse legen. Und das ist so der Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob man das mit Randoms wirklich so hinbekommt. Aber gut, wir werden sehen. Wir werden es sehen. Erster Dungeon ist hiermit dann auf jeden Fall schon mal rum. Dementsprechend wird es auch... Ich glaube halt, der erste Part wird sehr, sehr langweilig werden, weil man eben nichts großartig macht, außer Dungeons kloppen und überhaupt. Deswegen, ich werde in dieser Reihe, glaube ich, gar nicht so viel von den Runs selber zeigen, weil ich glaube, die Dungeons habt ihr mittlerweile selbst bis zum Erbrechen gesehen. Und wenn man jetzt hier mal guckt, hab halt einen Dungeon gemacht und nicht mal ein Level. Und weiß ich nicht. Klar, wir gehen zum Abschluss der Episode, gehen wir kurz an den Briefkasten gucken und schauen, was der uns dann sagt, damit das Add-on funktioniert, was unsere Experience trackt. Aber ja, wir haben halt dann gleich gerade mal ein Level gemacht. Ich bin wirklich super schnell in die Inni rein und habe jetzt schon angeblich 6 Minuten 39 hier auf dem Char. Und dementsprechend daher rühren so ein bisschen meine Zweifel, wie man das solo, ohne Hilfe, innerhalb von einer Stunde noch was auf 70 schaffen will. Deswegen habe ich ja sogar schon einen Tank erstellt, weil ich halt glaube, oder was heißt, weil ich glaube, weil ich damit wenigstens schnelle Qs kriege. Aber selbst damit hast du abends manchmal Situationen, wo überhaupt nichts aufgeht. Also, ich zweifle noch an der ganzen Geschichte ein bisschen. Aber we will see. We will see. Den Dungeon nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Wobei, hier hätte ich jetzt einen Talentpunkt verteilen können. Stupid. Ich glaube, diese zusätzliche Aufladung in meinen Jump wäre schon ganz geil gewesen. Immerhin ist hier scheinbar einer dabei, der ein bisschen Schaden macht. So sieht es zumindest aus. Andernfalls ist es nicht zu erklären, dass wir durch dieses Schild gerade so durchpushen. Also, was heißt durchpushen? Aber, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und was wir dann am Ende machen werden, auch wenn ich jetzt hier dann nicht jeden Run
mit aufnehmen werde und den ganzen Weg begleiten werde. Aber wir können ja natürlich am Ende gucken, okay, wie viel Zeit habe ich gebraucht für den ganzen Scheiß am Ende. Und ich glaube trotz allem nicht, dass da, weiß ich nicht, ich denke, da stehen mindestens 2-3 Stunden am Ende auf dem Tacho. Könnte ich mir vorstellen. Aber nun ja, we will see. Zumindest sind wir schon mal Level 12. 11. Oh boy. Geht nicht so schnell, wie ich erwartet hatte. Das ist das halt, was ich meine, ne? Jetzt hat man hier schon fast 10 Minuten rumgepimmelt für ein Level. Klar hast du die XP-Token. Aber ich glaube einfach mit so Random-Gruppen, das geht nicht schnell genug. Also, und da wirklich effizient zu sagen, jo, Abfahrt. Und ich pull hier ja gerade schon das ganze Gemüse, obwohl ich es nicht halten kann. Gott sei Dank ist hier wenigstens einer dabei, der ein bisschen Schaden macht. Muss man ja auch mal sehen. Weil mit etwas Glück dürfen wir nach der Inni Level 12 raus haben. Das Herz der großen Schlange wird euch nicht in die Hände fallen. Jadeschlange, gib mir! Der Kreislauf darf nicht enden. Der Schleier hat sich von meinen Augen. Ups, das ging schnell. Let me loot. Let me loot. I can't loot. Ja, fuck it. Fuck that shit. Ziehen die ein bisschen ran. Theoretisch, wenn wir die looten können. Und so ist es. Haben wir Zugriff auf die anderen Sachen. Wobei ich hätte es auch eigentlich sein lassen können. Hätte es ja eh per Post geschickt bekommen. Aber ich wollte zumindest die Second Stats haben. Was mir noch einfällt, ich könnte mir noch die Ringe und den ganzen Shit kaufen. Das würde vielleicht auch ein bisschen helfen. So, kommt ran, ihr Freunde. Ich brauche euch hier. Sonst schaffe ich den Boss nicht. Und zack, nächster Boss tot, nächstes Level gemacht, ist okay. Dann stehen wir jetzt bei 12 und 59%. Jetzt können wir hier noch eine Quest abgeben. Auf jeden Fall dämonische Verwüstung. Jo, das nehmen wir mit. Ferno-Einschlag hat eine zusätzliche, ich habe keine Ahnung, was ich hier skillen muss. Das soll ich mir wahrscheinlich vom nächsten Mal anschauen, ein bisschen. Und zack, aber ihr seht's. Ja, jetzt in 10 Leveln, in 10 Minuten nicht wirklich viele Level gemacht. Also, ich wage zu bezweifeln, dass man diese eine Stunde noch was im Solo-Gang holen kann. Ich weiß, ich werde es sowieso nicht schaffen, weil ich hier jetzt immer mal wieder Sachen mache wie, keine Ahnung, dadurch, dass ich da jetzt zum Briefkasten laufe und was nachgucke, das kostet halt auch alles Zeit, die man eigentlich dafür nicht vergeuden möchte, aber whatever. Und ich möchte mich auf jeden Fall, so, ihr seht, 2,3% der XP hätten wir jetzt am Start und ich möchte mich halt zumindest hier im Gasthaus ausloggen. Das ist etwas Bonus-XP dann noch gibt, wenn wir weitermachen. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir mit diesem Char Level 70 erreichen können oder nicht. Wenn ich hier jetzt, wie hier gerade, ein bisschen rumpimmel mit Sachen, dann ziehe ich am Ende einen fixen Betrag von, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten nochmal ab, um das rauszunehmen. Aber prinzipiell sollte das Ganze schon in die Nähe dessen gehen, was dann am Ende auch auf der Uhr steht. Aber gut, we will see. Damit danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, wenn ihr mehr sehen wollt, gerne den Kanal abonnieren. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Reingehauen.